you, Mann! Denn ich will ein Held sein. Held sein. Halt dich an mir fest. Halt mich ganz fest. Denn ich will ein Held sein. Held sein. Der Mut ihn verlässt. Und am Ende wird man sehen, ob wir gemeinsam diesen Test bestehen. Denn ich will ein sein. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Smaragd im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Und wir machen weiter. Willkommen, mein Name ist Fosina von den Top 4. Ich bin von weit her nach Höhen gereist, um meine eisigen Talente zu trainieren. Aber bisher habe ich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pac-Man herausgefordert. Wie sieht es mit dir aus? Es würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Oder du zwingst mich, alles zu geben. Oh mein Gott. Wie wird dieser Kampf ausgehen? Panik macht sich breit. Sejong. Süß. Super gemacht mit Superclaw vorne. Superclaw, der Dönerblitz, und das wird die Sache schnell erledigen. Ja, ich hätte Superclaw auch noch Genesung lassen können zum Heilen, dann hätte er nicht nur Angriffe gehabt, also so Angriffe zum Schaden machen. Das war auch so eine andere Attacke, aber ich hätte ihm auch gern Gedankengut gegeben, weil dann wäre er richtig abgegangen, aber das bringt nichts, weil er es nicht lernen kann. Wäre aber schön gewesen. Halt und so. Donnerblitz, und das war's mit Sejong. Fianontor. Aha, aha, aha. Raphael, deine Chance. Deine große Stunde. Oh yeah. So, Raphael. Zeig, was du drauf hast. Gegen Fianontor machen wir es ganz kurz und knapp. Ja, ich krieg Schaden. Bla, bla, bla. Uninteressant. Hitzewelle. Knirscher. Aber warum ist das Vieh als erstes dran? Und es hat überlebt, ich fasse das nicht. Oh mein Gott! Flammenwurf! Top-Genesung, bla bla bla. Ach, schön wäre gewesen, wenn es jetzt verbrannt wäre. Denn dann hätte es nochmal richtig schön Schaden gekriegt zum Schluss. Bäm. Das zieht genauso viel ab wie Hitzewelle. Was soll das denn? Bäm! Verbrannt! Fianontor löst sich auf. Es schmilzt dahin. Bäm! Wallreiser! Setzen wir wieder Superclaw ein. Wir gehen jetzt nichts Böses ein. Also wir wollen da wirklich keine halben Sachen machen. Wir wollen schon gewinnen. Das ist ja unser Ziel. Frosina in den Kampf. Es hat aufgehört. Super. Dönerblitz. Hälfte? Machst du Hälfte Schaden? Das wäre schon super, Superclaw. Also ich wäre da schon ziemlich zufrieden mit. Nein, natürlich nicht. Oh mein Gott! Das Vieh beherrscht Eisitzkälte! Oh Gott, es hat Eiseskälte. Das ist tödlich. Eiseskälte macht einen One-Hit direkt. Der macht einmal Bäm und tot. Das war's. Oh, weil Reiser ist tot. Oh mein Gott. Alter Schwede. Fianontor. Noch eins. Setzen wieder Raphael ein. Ist das letzte Pokémon von ihr? Ne, sie hat noch zwei. Sonst würde ich jetzt direkt Hitzekoller draufknallen, aber was hat sie noch? Hitzewelle. Hagelsturm? Okay, das macht nichts. Damit kann ich umgehen. Meine Nase ist irgendwie schon die letzten Tage total zu. Brennen. Nein.
So, es hat's überlebt. Schade. Es wird aber einen bestimmten Top-Genesung benutzen. Hitzekoller. Ja, natürlich. Entschuldigung. Hitzekoller müsste die Sache jetzt eigentlich erledigen. Bam. Jawohl. So muss das aussehen. Ja, ja. Spezialangriff von Raphael sinkt stark. Sejong. Och, sehr schön. Der Kampf läuft ja richtig angenehm. Wir brauchen eigentlich nur Raphael und Superclaw einsetzen. Siper. Sejong ist jetzt auch nicht mehr das Problem. Frosina setzt Sejong ein. Es hagelt. Superclaw kriegt Hagel gegen den Kopf. Puff. Kriegt eine Beule. Und schießt aus der Beule ein Dönerblitz auf Sejong. Nice Schaden und das war's dann auch. Blizzard, oh wie süß. Das wird nicht viel Schaden machen. Sag ich ja. Nix, das ist nix. Und du bist tot, du behindertes Mistvieh. Komm. Komm, dünner Blitz. Das war's. Tschüss. Tschüss. Tja. Kein Pokémon verloren, wir haben gewonnen. Super. Frosina, ich bin stolz auf dich. Nein, nicht auf dich. Ah, scheiße, jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Tut mir leid, Leute. Geh weiter in den nächsten Raum. Und dort wirst du die schrecklichste Seite der Parkmann-Liga kennenlernen. Wir heilen am besten vorher. Und wechseln auch aus, was wir jetzt nächstes einsetzen wollen. Denn der nächste Raum ist ein bisschen bitter. Oder ist das der? In irgendeinem Raum muss man nämlich direkt kämpfen. Sari werden wir im letzten Kampf gegen den Champ bestimmt gut gebrauchen können. Wir lassen Superclaw vorne oder lieber Hedwig? Na, ich glaube, Superclaw ist da schon gut. Ach, dünner Blitz. Ach, das ist super. Ich glaube, wir kommen hier ganz gut durch. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet natürlich wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Smaragd im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Haus rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku.